Im Gegensatz zu den Donuts werden die Bauernkrapfen hierzulande hauptsächlich von Bäuerinnen produziert. Ich nehme an, aber jetzt müssen wir ein bisschen warten und jetzt kriege ich dann wahrscheinlich eine Zeit dazu. Ich nehme an, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Seit Jahren kämpfen unsere Städte und Dörfer mit dem Phänomen, dass vor den Türen der Gemeinden, Handelsflächen, Einkaufszentren, Einfamilienhauswohnsiedlungen entstehen, während die Ortskerne verstummen. Es entsteht Leerstand in ehemals lebendigen Zentren. Man spricht vom Donut-Effekt, der die Ortskerne leer frisst. Und wer vielleicht das Magazin Public oder Public Public kennt, hier ist es auch auf der Titelseite. Wir brauchen und wir müssen diese Entwicklung wieder umkehren. Diese Umkehr wird zwar in vielen Papieren der Regierung, auch der oberösterreichischen, gefordert, jedoch verliert Österreich nach wie vor, ich glaube, Herrn Hartmannsdorfer interessiert das auch, aber er weiß es wahrscheinlich, täglich etwa 14,7 Hektar landwirtschaftlicher Fläche, was mit ca. 15 Fußballfeldern gleichzusetzen ist. Seit dem Jahr 2010, und diese Zahl ist auch bekannt, sollten wir bei 2,5 Hektar Verbrauch angelangt sein, sagt die beschlossene, gescheite Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes. Woran liegt es, dass wir so weit, weit weg, würde Hubert von Goisern singen, von diesem Ziel sind? Trotz hohem Leerstand in gut erschlossenen Ortskernen werden eben neue Siedlungsgebiete, Einkaufszentren, Fachmarktzentren an die Ortsränder gesetzt. Wir wissen doch alle, dass es wesentlich ressourcenschonender wäre, unsere verödeten Orts- und Stadtzentren mit kreativen und zeitgemäßen Formen von Wohnen, Arbeiten, Handel und Freizeit zu beleben. Was hält uns auf? Eine kompaktere Dichte, eine kompaktere Bauweise und höhere Dichte zu forcieren, Nutzungsmischungen zu fördern. Sie sind essentiell für den Sozialraum der Menschen, für ein intaktes Ortsbild und das Eindämmen des Flächenverbrauchs. Was wir brauchen, ist eine mutige Bodenpolitik, eine vorausschauende, die dem Donut-Effekt entgegenwirkt. Wir haben eine Welt, wir haben einen Boden, der für uns und vor allen Dingen für die nächsten Generationen die Lebensgrundlage bietet. Wir haben dafür jetzt hohe Verantwortung, insbesondere für die, die nach uns kommen. Abbé Pierre, vielleicht sagt es jemand, war ein französischer katholischer Priester, der die Wohltätigkeitsorganisation Emaus gründete, schrieb in seinem letzten Buch Mein Testament, und bitte hört das gut an. Ich selber höre es mir auch gut an. Die Erde gehört uns nicht. Man muss auf sie hören. Manchmal sind ihre Umgangsformen rau, aber sie ist eine unersetzliche Erzieherin. Ihre Launen können furchtbar sein. Doch bringt diese strenge Lehre durch ihre Wiederholungen zum Ausdruck, dass der Mensch nur solidarisch überleben und reifen kann. Ja, die Erde ist eine Schule der Weisheit. Und ich hoffe, dass es in Katowice diese Weisheit, die Grundlage für diese Gespräche gibt, die jetzt so notwendig sind, um Klimawandel einzudämmen. Im oberösterreichischen Regierungsübereinkommen von 2015 und auch im Regierungsübereinkommen des Bundes wurde der Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung festgeschrieben. Das bedeutet wohl volle Konzentration auf die Stärkung der Ortsmitten, also auf die Mitte der Bauernkrapfen mit der Marillenmarmelade, und eine klare Absage an die Zersiedelungspolitik, die den Donut, diese leere Mitte, befördert. Dass die Ressource Boden am Stammtisch, in Gemeindestuben, in den Medien, und man braucht sich heute nur die Medien anschauen, gestern, heute, Landflucht, ganz anerkannte Persönlichkeiten setzen eine Initiative, dass wir hier um es ganz wichtig und dringend Maßnahmen setzen müssen. Aber es geht dabei um erhebliche Machtansprüche und schließlich um viel Geld. Jüngstes Beispiel ist die Gemeinde Wallern, wo in einer von den Grünen initiierten Volksbefragung die Frage gestellt wurde, ob eine 3000-Einwohner-Gemeinde einen vierten Supermarkt braucht. Ergebnis:
Knapp 60% der Gemeindebürger, hier sprechen wir von Partizipation, und ich hoffe, dass das eine klare Botschaft an den dortigen Bürgermeister und auch an die Landespolitik ist. Und es gibt immer mehr Gemeinden, in denen hinterfragt wird, wozu noch ein weiterer Konsumtempel, wozu das 97. Joghurt im Regal. Ich erinnere an Seewalchen, 1000 Unterschriften gegen einen weiteren Supermarkt. Er wird genehmigt. Vor kurzem reger Widerstand in der Gemeinde Hartkirchen und auch in Raab. Auch das ist gut, dass dieser Widerstand da ist, und die großen Konzerne, hört man, werden schon ein wenig unruhig dabei. Ein weiteres Beispiel für eine zu hinterfragende Bodenpolitik ist das kürzlich beschlossene Raumordnungsprogramm Linz-Umland 3, wobei ich vorausschicken möchte, dass ich die regionale und auch landesweite und damit gemeindeübergreifende Raumordnung als ein sehr richtiges und wichtiges Instrument finde. An dieser Stelle möchte ich auch ein großes Lob an die Raumordnungsabteilung des Landes aussprechen, die ein für den Laien gut lesbares, nachvollziehbares Dokument erarbeitet hat, und auch dem scheidenden Landesrat Strugel, der ja morgen verabschiedet wird, möchte hier ein Danke sagen, dass dies wirklich gut verständlich aufbereitet ist. Inhaltlich jedoch sind wir mit dieser Verordnung absolut nicht einverstanden, werden doch die regionalen Grünzonen in und um Linz um 106 Hektar reduziert. Zusätzlich nicht einverstanden sind wir mit der Ausnahmebestimmung für Sportstätten und Forschungseinrichtungen, denn wenn man an das aktuell geplante Großprojekt wie die Nordic Arena in Helmond-Söd, absolut nicht nachvollziehbares Projekt in Zeiten des Klimawandels, oder auch die Diskussion um das LASK-Stadion in Linz zeigen, dass mit Grünland sensibel umgegangen werden muss. Diese Verordnung ist das falsche Signal in einer Zeit, wo Bodenschutz immer mehr an Bedeutung gewinnt und auch im schwarz-blauen Koalitionspapier ganz klar festgehalten ist. Was sind die Alternativen? Die gibt es. Verstärkt den Fokus auf Leerstände und Brachflächen lenken. Es gibt vom Umweltbundesamt eine Zahl, die sagt aus, dass knapp 1000 Hektar Flächen revitalisiert und zurückgebaut werden können in Oberösterreich. Zweitens, Bund und Länder könnten durch finanzpolitische Maßnahmen, zum Beispiel Abgaben und Steuern, auf Grundstücke so umschichten, dass diese für Revitalisierungen geringer sind als für das Bauen auf der grünen Wiese. Drittens, durch eine zeitgemäße Bemessung der Grundsteuer, die seit 1973 nicht mehr valorisiert wurde. Viertens, durch die Anpassung der Wohnbauförderung an die Anforderungen einer nachhaltigen Siedlungs-, Verkehrs- und Klimapolitik und vieles mehr. Wir Grüne haben den sorglosen Umgang mit der Lebensgrundlage Boden in den letzten Jahren x-fach zum Thema gemacht, zuletzt mittels 3 Initiativanträgen zum Bodenschutz. Kollege Ecke ist jetzt nicht hier, aber diese Anträge warten seit 2 Jahren darauf, ohne bisher wirklich ernst genommen worden zu sein, denn sonst hätten wir längst schon eine gemeinsame Formulierung für eine Bundesresolution gefunden. Nun wieder zurück zum Krapfen. Wir müssen uns verstärkt darum kümmern, die leere Mitte der Donauts zu einem Bauernkrapfen werden zu lassen, mit diesen vielen positiven Auswirkungen. Die Mobilität wird klimafreundlicher, die Orte werden lebendiger, der soziale Zusammenhalt in den Gemeinden wird gestärkt, die Abwanderung wird reduziert und die Jungen kommen wieder gerne aufs Land zurück. Und ich kann davon ein Lied singen. Und das ist doch wirklich sehr verlockend, diese süße Mitte nun endlich auch umzusetzen. Setzen wir mutige Schritte in der Raumordnung. Der Klimawandel muss unser Lehrmeister sein. Das globale Interesse vor dem nationalen stehen. Und wir müssen die Interessen der künftigen Generationen jetzt und hier verteidigen. Bitte zum Schluss zu kommen. Drum setzen wir mutige Schritte in der Raumordnung. Die nächsten Generationen werden es uns wirklich danken.